Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Rollercoaster Tycoon 3. Wir machen weiter mit unserem kleinen, aber feinen Themenpark und ja, wir waren in der letzten Folge, haben wir hier die andere Seite des Berges noch mehr oder weniger planiert. Hier fehlt noch ein kleines bisschen was, aber noch haben wir ja genug Sachen. So, und dann wollen wir nämlich mal weitermachen. Loop O'Plane ist hier was Neues, wunderbar. Was Kleineres auch, das können wir dann hier vorne schön noch hinstellen. Hier haben wir nämlich noch ein bisschen Platz. So, das wird natürlich direkt eröffnet. So, und ich glaube hier, ja, wenn wir was ganz Kleines noch finden, können wir da noch was hinstellen, ansonsten eher nicht. So, gucken wir mal, was gibt's hier denn noch Schönes? Schnellboot, Schüttelpartie, Sturmflut. Topspinner, das sind noch Sachen, die wir nicht haben. Wahnsinn haben wir auch noch nicht. Wirbelnder Derwisch haben wir auch noch nicht. So, hier, da haben wir doch super Platz für. Eingang, Ausgang. So, dann haben wir wieder was Neues. Kreisel. 7x7, ganz schön mächtig. Ah, das wird nix. Oh, das wird schwierig. Oh oh. Sind wir da schon wieder am Limit angekommen? Also, ja, das könnte man hier noch hinstellen, ne? Aber dafür müssen wir dann erstmal noch ein bisschen was tun. Erstmal würde ich sagen, haben wir hier noch andere Sachen? Sturmflut zum Beispiel. Das ist ein bisschen kleiner. So, der kann nämlich denn hier vorne noch rein. Ja, vielleicht mache ich so, bisschen weniger Bereich und vielleicht können wir hier jetzt noch so einen Roboterarm nochmal den fünften, glaube ich, reinmachen. Oh, viel. Ja, noch kleiner. Oh je, nee, nee. Der ist zu groß. Irgendwas anderes Kleines. Erstmal müssen wir das hier wieder reparieren. Piratenschiff, das ist nett, aber es ist auch nicht so klein. Aber hier wird es gut hinpassen. Ja. So, Eingang. Ausgang. Dann kann hier nämlich noch ein Weg hin und dann haben wir hier nämlich noch was. So, und das muss doch jetzt mal irgendwann so viel Geld geben, dass wir hier wirklich dann mal an die 1500 rankommen. Ich meine, wir brauchen sogar 2500. Das wird noch ein richtiger Krampf werden, glaube ich.
Ja, vielleicht können wir den Eingang auch woanders hin machen. Vielleicht hier unten noch. So, jetzt wird es hier nämlich in dieser Ecke ziemlich eng werden. So, Mechaniker 6 hat gekündigt. Ja, kein Problem. Ja, ich glaube, in die Ecke wird auch nichts mehr passen. Dann können wir hier auch ordentlich uns auslassen, was den Anstehbereich angeht. So. Okay, und jetzt möchte ich das mit diesem coolen Kreisel dann mal machen. Das heißt, hier werden wir dann erstmal wieder ein bisschen Terraforming machen. So, hier muss ein bisschen was weg. Na, komm ich da jetzt nicht hin oder was mit der Maus, mit der Anzeige? So, jetzt geht's. So, das hier oben ist generell ein bisschen doof. Ah, scheiße. Sind hier auch noch welche? Ach so, na gut. Dann können wir uns ja die Wege generell eigentlich sparen. So, Leute. Ihr müsst hier unten irgendwie rankommen. Es tut mir leid. Aber hier geht es erstmal nicht lang. Ich leite die gleich noch um. Bevor die anfangen hier uns anzumeckern. Boah, wobei, vielleicht können wir hier einfach... So, dann ist das hier ein bisschen verbunden. Können wir hier in Ruhe dann jetzt nochmal ein bisschen buddeln. So, dann können wir hier nämlich auch diese Hauptverkehrsader so ein bisschen anzapfen. So, und dann haben wir hier eigentlich den Berg fast abgetragen, also... Da ist nicht mehr so viel über von dem, was er mal war. So, ist aber auch nicht so schlimm, ne? So, jetzt haben wir halt nur Probleme, was den Eingang, was den Weg hier rüber angeht. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen tricksen. Von da geht nichts. Dann müssen wir das so machen, dass wir hier, das ist eigentlich kein Problem, dass wir das Ding hier so ein bisschen verlängern.
so. Und dann können wir hier vorne nämlich dann einen normalen Weg langziehen. So, und dann ist hier jetzt der Eingang. Ja, die Frage ist jetzt, wie machen wir hier am besten den Weg? Ich würde fast sagen, wir gehen hier einfach am Rand lang. So. Und dann haben wir jetzt hoffentlich für den Kreisel genug Platz. Ja, dicke. Sehr gut. Wollen wir hier natürlich dann den Eingang direkt mal hinbauen. Gut. Ja, jetzt haben wir hier noch so ein paar Überbleibsel, die wir aber wahrscheinlich erstmal lassen. Von dem Park, der mal war. 1400 Besucher ist auch schon mal eine Nummer. So, mittlerweile steigt auch der Umsatz oder der Gewinn durch die Fahrbahntickets wieder so ein bisschen. So, trotzdem würde ich sagen, dass wir jetzt in der Folge vielleicht nochmal so ein bisschen, gebaut haben wir ja genug, dass wir hier nochmal so ein bisschen gucken, wo wir nochmal ein bisschen was ändern können. Also weniger als 1 Euro. Na super, jetzt wird es dunkel. Ja, super. Dann lasst uns das lieber so machen, dass wir hier über dieses Menü gehen. Wartezeit. Wartezeit ist vielleicht auch nicht schlecht. Wobei, besser ist immer noch mit Schlangenlänge. So, Roboterarm, das haben wir ja. 5,50 ist, glaube ich, ein guter Preis. So, Spiralgleitbahn. 1,50. Lupo Plane. 2,50. Looping Bahn. 2. Riesenrutsche ist wieder im Kommen. Lupo Plane, Riesenrutsche, Frisbee. Jetzt wird's schwierig. Twister. Also eigentlich müssten wir jetzt, haben wir noch nicht gebrochen, jetzt im letzten Monat, die 1500. 1100. Okay, da müssen wir jetzt mal gucken. Hoffen wir mal, dass der März freundlich wird. So, das sieht ja eigentlich bis hierhin ganz gut aus. Fast 900 Euro schon. 20. März, also es wird eine enge Nummer.
Und ja, also das ist schon mal geschafft, so gerade, ne? Forschungsförderung haben wir bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das war. Steht hier jetzt auch nicht. Ach so, was, ja, neue Attraktion, die wir dazu bekommen haben, okay. Können wir denn in der nächsten Folge mal reinschauen und dann machen wir natürlich dann weiter. Ich sag danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge und mit ein bisschen Glück wird das denn schon die letzte werden, also Verkehrswert, den haben wir schon lange. 140.000 war da das Ziel, da sind wir jetzt schon bei fast 200.000. Ja, 800 die Parkbewertung, da wird sich auch nichts tun. Da haben wir auf jeden Fall einen sehr guten Wert. Gesamte monatliche Bahneinnahmen, ja, 2.500, das wird jetzt interessant werden nochmal. Und naja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und ja, nächste Folge geht's weiter, da werden wir erstmal wieder ein bisschen was bauen. Und dann gucken wir mal, ob wir uns den 2.500 so ein bisschen annähern können. Wäre schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid, Leute. Macht's gut, bis dann.